Oh je. Eieiei. Geht's dir gut? Oh je, das Flugzeug sieht ziemlich kaputt aus. Interrupted by George's Ah, es ist doch George, unconventional richtig. landing. Freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar British pilot, now grounded and without a plane to fly. Ten hot ho! Ready? Flugfeld bei Vimy, 9. April 1917. So, wir haben jetzt auch wieder neue Informationen. Luftfahrt und Flugzeuge. Zu Beginn des Krieges waren die Lufteinheiten noch kein eigenständiger Teil der Armee, sollten sich aber im Laufe des Krieges dazu entwickeln. Der technische Fortschritt in beiden Lagern führte dazu, dass die Herrschaft über die Lüfte durch neu entwickelte Flugzeuge schnell wechseln konnte. Die Fokker E3 war ein Eindecker, der erstmals zwischen den Propellern hindurch schießen konnte und 1915 entscheidend dazu beitrug, dass die Deutschen die Lufthoheit errangen. Die Einführung der FE-2B und der DH-2 mit ihren rückwärtigen Propellern durch die Entente machte diesen Vorteil jedoch schnell zunichte, da nun auch alliierte Piloten nach vorne schießen konnten. Berühmte Fliegerstaffeln. Flieger und Flugzeuge wurden von allen Seiten als Propagandamittel eingesetzt. Sie trugen dazu bei, ein schönes Bild des Krieges zu zeichnen, als sie die bedauernswerten, knietief im Schlamm steckenden Soldaten vermochten. Jedes Land hatte seine Stars unter den Fliegerstaffeln. Bei den Briten war es das 20. Squadron, bei den US-Amerikanern die Escadrille Lafayette, bei den Franzosen die Escadrille de Chigonier und bei den Deutschen die Jagdstaffel 11. Fliegerasse. Jagdflieger waren moderne Ritter der Lüfte und als Ass galt, wer mindestens 5 Abschüsse erzwungene Bruchlandungen vorweisen konnte. Der Begriff Ass tauchte auf, als die ersten Flieger in Luftkämpfen gegeneinander antraten. Die Propaganda der einzelnen Kriegsparteien stilisierte sie zu Helden und nutzte sie als Beweis für ihre Überlegenheit in der Luft. Nur wenige Flieger lebten lange genug, um ihren Status als Fliegerass genießen zu können. So, hier sind wieder unsere unbekannten Gegenstände. 5 an der Zahl diesmal sogar. Und wir haben jetzt sogar unsere ersten Tagebucheinträge. 19. April 1917. Ich habe genug von diesem verdammten Krieg. Mehr Soldaten würden helfen. Andererseits hoffe ich, dass nicht noch mehr Menschen leiden müssen, vor allem nicht James. Ich liebe ihn und weiß, dass dieser Krieg ihn brechen würde. Emil hatte recht. Was zählt, ist die Familie und man muss alles daran setzen, sie zu schützen. Ja, was aus Emil passiert ist, das wissen wir ja im ersten Teil. Der hatte eine Meuterei angefangen und hat mit dem Leben bezahlt. George hat auch einen Tagebucheintrag am 9. April. Es zerreißt mir das Herz, dass ich dich in diesem gottverdammten Krieg verloren habe. Ich muss es wieder gut machen und deinen Platz einnehmen. Für dich, für unser Vaterland. Viele Jahre bist du geflogen, ohne einen einzigen Fehler zu begehen. Ich weiß, eines Tages werde ich in deine Fußstapfen treten. Es liegt mir im Blut. Es ist Zeit, wieder weiterzumachen, weiterzufliegen. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen um, okay? Wir sind also ein englischer Soldat im französischen Vimy. Und hier ist sogar schon ein erster Gegenstand. Eine Fliegerpfeile. Diese Projektile wurden von Flugzeugen und Zeppelinen abgeworfen und sollten die Soldaten in den Schützengräben treffen. Sie waren 12 bis 15 Zentimeter lang und wogen genug, um Stahlhelme zu durchschlagen.
Ja, wenn die Spitze da mit so einer Geschwindigkeit runtersaust, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Okay, da geht's also zum Flugzeug. Eine große Holzsäge. Ah ja. Vor Beginn der Schlacht von Vimy im Jahr 1917 mussten die kanadischen Soldaten das Schlachtfeld erst noch vorbereiten. Mit Sägen beseitigten sie Bäume und Äste. Anschließend bauten sie Straßen, Schützengräben und Schienen, um Nachschub an die Front zu bringen. Ah, gehen wir mal hier in diesen Hangar hinein. Ja. Das sieht nach einem Motor aus. Der ist aber noch nicht ganz fertig. Und das Flugzeug an sich, das sieht auch jetzt nicht gerade ganz fertig aus. Aber hier... Oh, Moment. Hier oben, da sehen wir, wie das dann aussehen muss. Wir brauchen einen Propeller, einen Motor und ein Rad. Okay, das müssen wir erstmal suchen, bevor wir hier weitermachen können. Oh, ein Klatschmohn. Noch ein sammelbarer Gegenstand. Eine Erinnerungsmohnblume. Im Jahr 1921 wurde im englischsprachigen Raum die rote Mohnblume zum Zeichen des Gedenkens an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Ursprung des Symbols sind die ersten Zeilen des Gedichts von John McCrae in Flanders Fields. In Deutschland und Österreich-Ungarn gab es hingegen während des Krieges die sogenannten Kriegsnagelungen, bei denen man gegen eine Spende einen Nagel in ein dafür vorgesehenes Objekt schlagen konnte. Das Geld sollte den Kriegsopfern zugutekommen. Hier ist immer ein Stock, den nehme ich doch gerade mal mit. Der könnte mir, glaube ich, sogar noch hilfreich sein. Hier liegt ein Schal. Auch wieder ein Objekt, ein Fliegerschal. Das ist ja sehr, sehr klassisch, ne? So ein Fliegerschal hatte ja fast jeder. Im Ersten Weltkrieg war das Cockpit bei allen Flugzeugen offen. Zum Schutz vor den eisigen Temperaturen trugen die Flieger dicke Lederjacken und Seidenschals. Ah, hier haben wir sogar schon einmal den Propeller. Den müssen wir erstmal runterholen. So. Den hätten wir schon mal. Nehme ich auch noch mal gleich so einen Stock wieder mit. Und wir müssen wieder zurück zum Flugzeug, um zumindest schon mal den Propeller anbringen zu können. Oh, ach so, da. Wunderbar. Erster Teil geschafft. Jetzt müssen wir noch den Motor und ein Rad finden. Oh, hier ist doch schon so ein gutes Flugzeugchen. Da oben ist ein Rädchen. Dann muss ich hier einmal mir hier das nehmen. Oh, da ist noch ein sammelbarer Gegenstand. Moment. Erstmal nehme ich mir hier das einmal. Einmal rüberklettern und dann nehme ich mir auch noch den Gegenstand hier mit. Das ist ein Abzeichen des Royal Flying Corps. Die Piloten des Royal Flying Corps hefteten diese Abzeichen an ihre Mützen. Die Presse verklärte die Piloten zu Rittern der Lüfte, die erhaben über der Zerstörung und dem Gemetzel der europäischen Schützengräben schwebten. So. Zack, dann schiebe ich das mal gerade ein bisschen weiter hier hin. Dann kann ich hier nämlich hochklettern und das Rädchen mir nehmen, das wir auch für das Flugzeug brauchen. Dann fehlt uns noch ein Teil für den Motor. Oh, uppala. Hallo? Ah, jetzt. Die Steuerung mit dem Controller ist manchmal ein kleines bisschen, ja, eigensinnig. Okay, jetzt fehlt noch der Motor. Da muss ich mal gerade gucken. Huch, ach, schon wieder. Das ist das kaputte Flugzeug von George. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay.
Nanu. Ich muss auch sagen, sie haben genau den Stil wieder getroffen, wie er auch im ersten Teil schon gewesen war. Ah. Hm. Okay, ich muss, glaube ich, erstmal diese Leiter mir runterholen. Da brauche ich erstmal ein Stöckchen. So, nochmal. Habe ich hier irgendwas übersehen? Irgendein sammelbarer Gegenstand? Nee, ich habe alle schon. Ach Mensch. Ach, schon wieder alle Gegenstände eingesammelt. Ah, jetzt. So. Oh, erstmal dieses... Ach so, jetzt. Oh Gott, oh Gott. Einmal hoch. Ach so, wir müssen nur den Motor jetzt hier in diese Maschine einsetzen. Hoppala. Fertig. Flugzeug ist wieder geheile. Dann können wir weitermachen. Ja. Ups. Oh nein. Oh nein. Das Brett, was das Flugzeug anhalten sollte, ist gebrochen. Und jetzt, oh nein! Schnell, 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 schnell! George, jetzt lauf! Oh Gott, oh Gott! Oh! Uiuiui! Ui, ui. Ah! Ah! Oh, schnell! Oh, 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 oh! Uiuiui! Ui. Jetzt aber lauf, George! Ach du meine Güte! Oh, uiuiui, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen und ausweichen. Nicht, dass mich hier die ganzen Äste dann treffen. Komm schon. Oh, ui, ui. Ha, oh. Oh Gott. Jetzt. Ja, ach, jetzt. Jetzt aber schnell rein. Oh, das. Ach du Jemini. Ah, jetzt fliegen wir. Schön. Ach, und wir kennen das doch noch. Musik. Oh Gott. Vogel. Oh, pass bloß auf, dass du nicht in meinen Propeller gerätst. Oh, ui, ui. Hohohoho. Müssen wir aus... Wir müssen immer den Hindernissen ausweichen. Ansonsten haben wir gleich hier Geschnetzeltes. Oh, oh Gott, oh Gott. Und dazu dann immer die Musik, die so wunderschön dazu passt. Ich finde es großartig. Uiuiui. Ui, ui. Oh, jetzt kommt es von der Seite. Hui. Oh. Ah, jetzt schießt er auch noch. Es muss ein Deutscher sein. Oh, uiuiui. Ui, ui. Ja. Geht mir aus dem Weg. Oh Gott. Okay, jetzt einmal hier lang. Eieieiei. Oh Gott, jetzt kommen auch noch Zeppeline. Oh no. Hui. Oh Gott. Oh. Eieieiei. Ach du Jemini. Oh, jetzt wird die Musik auch immer intensiver. Ah. Oh. Oh, schnell hoch. Die Vögel. Ah. Das haben wir hier wirklich gleich geschnetzelt. Das, ah. Zeppelin. Oh, uiuiuiui. Oh. Uiuiuiuiui. Jetzt, ach Mensch, der Luftraum ist doch ziemlich belebt hier. Ah. Oh Gott. Ah, oh, Halleluja. Halleluja. Oh. Schnell. Der, ah, also, das Flugzeug ist nicht gerade sehr schnell. Deswegen muss ich mich immer ein bisschen... geschafft. Oder doch noch nicht. Ach du meine Güte. Okay, geschafft. Die schafft. Ah. Haha. Haha. Oh, schön.